Avant, je ne connais pas le Luxembourg. Ce n'était pas un plan. Moi, je savais rien des héros. On n'est pas contente parce qu'on est venu. On vient ici tellement déprimé parce qu'on a quitté toute notre histoire derrière. Stay calm. I serve everybody. Stay down, stay calm. My country, my home, it's 4 rooms. We have bed and we have bedroom and living room. But when we come here, we stay only in 1 room and 6 persons. It's very difficult for us. Sie haben just ihr Bad und ihren Dusch und ihren ihre Schaf do und sie haben keinen Platz für sich, wo sie können lang sehen, wo sie sich einfach können zurückziehen. They show you the room. Okay. Okay. And I see you tomorrow. My day is not working anything. Is only sleep and when we stand up and drink coffee. Not this my dream, not this my life. I need to work, I need to be anything in this country. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je sais rien. Quand j'étais en Érythrée, c'était mon rêve était pour être docteur en médecin. واحد عم يصورك من ورا واحد عم يصورك عنده بلاك تي يا يا suis dans le chalet avec Anne on fait des kits عليك عليك لا وداي حوايات ما denk übertriebene respekt und die leider ruck und das schon eine falsche form von kontakt van nisch, van een overdrevene respect heeft. Gerade wie van een Matle zum Beispiel heeft. Matle, dat is van oven hof. Mat gefiel, ja. Mat vielen, mat leven. Maar Matle zum Beispiel, dat is van oven hof. So. Al die gefiel moet op de zijde lossen. Im Fernsehen is het ja doch immer nur in diesem Kasten drin, ganz weit weg. En wenn man met den Leuten selber in Kontakt is, is het viel persönlicher. Am ersten Tag, wo ich komme, hatte ich ein bisschen Angst. Ich konnte gar nicht schwätzen an das, aber dann habe ich gelernt und dann fand ich es gut. Sie gehen sich extrem drin, für mich zu verstehen und ich probiere darüber zu bringen, dass sie es verstehen. Auch wenn es nicht die lange Sprache ist, geht es eins. Sie wird mit Händen, mit Face, mit Zeichensprache, geht es schon eins. Also wenn ihr wollt, dass ihr darüber könnt, dann könnt ihr darüber. Quand ils les rencontrent, leur dire bonjour. S'ils posent une question, les aider, les orienter surtout vers leur chemin et pouvoir discuter avec eux comme si c'était une personne normale, un visiteur qui est venu découvrir le Luxembourg. Et toi, When I'm start to ask what I have to do, because this is the first time, everybody tried to help me. أول شخص لقيته بلوكسمبورغ أول ما نزلت من الباص إن سألت وين بدي أروح عم دلني على البوليس وكان طيب كتير معي وضحك وكان مبسوط كتير. I see Luxembourg be quiet and very small. It's like the garden flowers. So many people, so many colors. Ça, c'est vraiment une question de feeling après. C'est bien, on sent la progression chez vous. Hein? J'ai autant de frères que de sœurs. Fils de grand plat de voyage, fils de Ich muss ein bisschen eine Ambiance, ein bisschen eine Atmosphäre in der Welt. Das ist alles plakisch. Krisenzeit. Come in, Maus, schau aus da. Wie hat mir gezählt wird, stand der Schwier, lohne ich meine Aufenthaltsgenehmigung, mit Wildkämisch, wird Kämrappes lohnen. Das kann ich nicht sehen, du kannst teilbleiben und du könntest die nächste Stange an den Weg durch. Du hast gedacht, okay,
Was hat dich am Anfang drin, hier hinzuholen? Und das am Anfang kein Hindernis da? Das kann ja Christus haben. Dans mon premier graffiti, je mets un graffiti contre le racisme et contre la guerre qui se passe dans tout le monde, contre aussi les pays pauvres et tout ça. Pour expliquer à les autres gens, quand ils voient le graffiti, ils vont savoir qu'il y a des gens qui pensent à ça et qui pensent à eux toujours. أنا بتمنى إنه أدرس وكمل دراستي وأتعلم اللغة نصير مواطنة عادية أعرف أحكي. La plus grande peur pour ces gens au Luxembourg, c'est de ne pas réussir à s'intégrer finalement. Parce que c'est un investissement de s'intégrer, d'essayer de réussir, de faire des choses. Et quand on investit tout ce qu'on a, c'est vraiment une grande peur de ne pas arriver au bout, à la finalité. Parce qu'il y a beaucoup de barrières. Et donc cette attente, on doit investir pour son futur, mais on ne sait pas si son futur est là. Et ça, c'est une grande peur, c'est un grand souci pour eux. Thank you.